Wir erleben gerade, ich würde mal sagen, entscheidende Zeiten. Es gibt viele Krisen, die natürlich die Welt, die aber auch uns persönlich, uns Menschen belasten. Und bis zu 90% der Menschen könnten ihren Wohlstand verlieren. Das hört sich jetzt erstmal hart an. Was muss ich aber beachten, wenn ich als Gewinner des Umbruchs gelten möchte? Und das schauen wir uns einmal genauer in diesem Video an. Hey und herzlich willkommen bei Easy Finance, denn wie du weißt, Finance ist easy. Viele Menschen wünschen es sich gar nicht so, dass man viel Geld erlangen kann oder viel Geld erlangen wird und wohlhabend wird, weil sie denken, dass Reiche doch sowieso böse sind, schlecht sind und Geld den Charakter verdirbt. Ich meine, diesen Satz, Geld verdirbt den Charakter, hat man schon so oft gehört. Leider wird so ein Bild des fiesen Superreichen einfach gerne vermittelt. Es gibt zweifelsohne einige unter von ihnen, die ihren Reichtum auch wirklich eher missbrauchen jetzt, als für gute Zwecke zu benutzen. Doch an sich verstärkt Geld, finde ich, immer nur den ohnehin bereits bestehenden Charakter, weswegen es auch sehr viele wohlhabende Menschen gibt, die ihr Vermögen wirklich für das Wohl der Menschen und für das Richtige einsetzen wollen und teilweise sogar scharfen Gegenwind dafür erhalten. Auch wenn jetzt materialistischer Reichtum nicht alles im Leben ist, das muss man ja auch sagen, und viele andere Parameter mindestens genau den gleichen Stellenwert für ein erfülltes Leben haben sollten, so ist unser System nun einmal darauf ausgelegt, dass finanzielle Möglichkeiten einem viele Probleme vom Hals halten können und auch auf der anderen Seite einem enorme Chancen sowie Freiheiten mit sich bringen können. Und ein ausreichender Wohlstand müsste also für jeden nicht nur erstrebenswert sein, sondern ist auch für fast jeden eigentlich möglich, wenn man nur weiß, wie man es, und das ist das Zünglein an der Waage, richtig angeht. Wie gesagt, da liegt das Problem. Die meisten Menschen geben sich mit dem Hamsterrad zufrieden, geben sich mit Durchschnittlichkeit zufrieden. Sie glauben nicht daran, dass finanzielle Unabhängigkeit möglich ist, und sie trauen sich auch nicht, augenscheinliche Risiken einzugehen, mit denen man aus finanzieller Sicht mehr aus seinem Leben dann rausholen kann. Uns Menschen wird auch immer ein Weg eingetrichtert, dass man brav die Schule, das Studium absolvieren soll und dann fleißig 0815 Job arbeiten soll. Durchschnitt ist normal, und mehr zu wollen als die breite Masse, das ist eher, ich würde mal sagen, anmaßend. Und genau, oder doch eher, dieses System, welches uns in guten Zeiten immerhin, ich würde mal sagen, einen moderaten Luxus erlaubt hat, droht nun vollkommen zu scheitern, was bis zu 90%, ich hatte es gerade ja schon angeteasert, der Menschen in die kollektive Armut stürzen könnte. Deswegen gilt es heutzutage, vielleicht noch mehr seinen Horizont zu erweitern und auch aus den Krisen seine Chancen zu sehen, die das Leben, jetzt zumindest was finanzielle Sachen angeht, auf eine ganz andere Stufe bringen könnte. In den letzten Monaten mussten einfach viele Menschen herausfinden, dass durch einen deutlichen Anstieg der Preise das Geld für ein angenehmes Leben kaum noch ausreicht. Zusätzlich werden Konstrukte wie das Bürgergeld geschaffen, was, wie ich finde, völlig falsche Anreize schaffen. Leistung zu bringen schafft zu oft eine schlechtere finanzielle Situation, als gar keine Leistung bringen zu müssen. So werden sich einfach immer mehr Leute überlegen, ob sie überhaupt noch arbeiten wollen, wenn man doch mit faul sein teilweise sogar mehr Geld erhalten können. Und eine steigende Anzahl an Nutznießern dieses Systems bedeutet, dass diejenigen, die weiterhin Leistung bringen möchten, die sind, die immer mehr Steuern zu zahlen haben, damit das System einfach weiter aufrechterhalten werden kann. Ein Leistungsträger zu sein, wird dann immer mehr bestraft. Nicht zwingend leisten zu müssen, wird dann immer mehr gefördert. Schwierig, finde ich. Und wie gesagt, kann das auf lange Sicht gut gehen? Ich glaube nicht. Und auch bemerken immer mehr Leute, dass ihre Arbeit vielleicht auch nur dazu dient, beschäftigt zu werden oder beschäftigt zu sein, ohne wirklich nennenswerten Mehrwert zu bringen, gerade für die Allgemeinheit. Und wirklich Mehrwert für die Menschen bieten und damit ein mehr als ausreichendes Einkommen generieren zu können, ist leider sehr selten, obwohl es doch eigentlich für ein erfülltes Leben eine absolute Bereicherung wäre. Diejenigen, die den Wunsch nach Leistung und auch nach Mehrwert hegen können, die können es gar nicht so richtig realisieren, weswegen viele Menschen sich einfach mit der Unproduktivität zufrieden geben, solange das Geld schon fließt und dann auch noch entspannter tendenziell finanziell besser dastehen.
das ist alles irgendwie ganz schön unfair geworden. Das Bildungssystem und die Politik setzen, wie ich finde, völlig falsche Anreize, die diese Bewegung eher begünstigen könnte. Und ein Systemwandel müsste von uns Menschen gefordert werden, wenn Leistung dann sich auch wieder lohnen soll. Darauf sollte man, würde ich sagen, aber nicht bauen. Wenn du jetzt weiterhin gerne Leistung und Mehrwert bringen möchtest, ohne jedoch finanziell immer mehr abhängig zu werden, dann musst du dein Mindset und auch dein Skillset ändern, um aus dem System und auch aus dem ganzen Rahmen ausbrechen zu können. Für viele Menschen ist es ja teilweise echt verzweifelnd. Du gibst augenscheinlich richtig Gas und trittst dennoch auf der Stelle, wenn es nicht sogar immer mühseliger oder immer schwerer wird. Wenn man dann aber auf der anderen Seite diejenigen sieht, die fürs wirklich nichts tun, genauso viel Geld erhalten wie du, und auf der anderen Seite diejenigen, die es schaffen, im Überfluss Geld zu generieren, dann muss man zweifelsohne sich fragen, was man falsch macht. Wenn man in der ersten Instanz erkennen muss, oder was man vielleicht daran erkennen muss als erstes, wenn man gerade in dieser Zwickmühle steckt, dass nicht unbedingt andere daran Schuld haben. Weder jetzt der Wohlhabende mit seinem Vermögen im Überfluss ist schuld an deiner Durchschnittlichkeit, noch jetzt der Bürgergeldempfänger, der Geld bekommt ohne eine Gegenleistung. Vielleicht auch hier nochmal, ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche Leute verurteilen, die solche Gelder beziehen. Genug Menschen können nichts dazu, dass sie Bürgergeld oder dass sie darauf angewiesen sind. Es gibt jedoch auch genug Menschen, die das System ausnutzen und lediglich abkassieren. Der Fehler liegt hier, wie gesagt, im System selbst, welches einfach für viele Menschen falsche Anreize setzt. Du hingegen musst das System verstehen und, viel weiter, du musst es für dich nutzen. Wenn dir kein Wert darauf liegt, dass du etwas leisten musst und mit gedeckten, liquiden Möglichkeiten auskommen musst, dann nutze das System aus. Ich glaube jedoch, dass du hier bist, weil du gerne Mehrwert und auch gerne Leistung bringen möchtest und den Weg suchst, wie du letztendlich aus diesem verdammten Hamsterrad ausbrechen kannst. Und um das zu machen und um den Durchschnitt hinter sich lassen zu können, muss man einfach ein Verständnis von Gegebenheiten haben, die über dem, was man jetzt in der Schule und Uni lernt, hinausgeht. Wir haben in diesem Video das richtige Mindset und das richtige Skillset bereits angesprochen. Wenn ich jetzt aber mehr als der Durchschnitt sein möchte, dann muss ich auch meine Denkweise auch erweitern und gegebenenfalls von Menschen lernen, die schon dort sind, wo ich hin möchte. Und in Zeiten des Umbruchs ist eins extrem wichtig und das ist Flexibilität. Etwas kann heute funktionieren und in ein paar Wochen schon komplett überholt sein. Viele Menschen lieben die Beständigkeit. Über Jahre, über Jahrzehnte soll alles so bleiben, wie es war. Von solchen Gedanken sollte man sich aber allgemein, aber auch in der aktuellen Situation einfach lösen können. Man muss verstehen, was aktuell wirklich gebraucht wird. Womit kann ich für eine breite Masse an Menschen wirklich letztendlich einen Mehrwert bringen? Das sind die Berufe mit hohen Verdienstmöglichkeiten. Auf der anderen Seite, das sind die Business-Ideen, die gut funktionieren können. Zudem muss man auch verstehen, wie das System im eigenen Land oder in anderen Ländern funktioniert. Was muss ich umstellen, um in beispielsweise Deutschland finanziell besser darzustellen? Wo könnte ich vielleicht aber auch hin auswandern, um vielleicht ein bisschen freundlicheres Setup zu haben? Kann ich meine Arbeit von überall tätigen oder ist das, was ich bieten kann, sogar in einem anderen Land viel mehr angesehen als in dem Land, wo ich aktuell wohne? Manchmal muss man an seinen Strukturen und an seiner Herangehensweise vielleicht nur ein, zwei kleine Kniffe ändern, um wirklich eine dramatische Änderung ins Positive finanziell generieren zu können. Was aktuell wichtig ist, ist, dass man solche Sachen überhaupt kennt und solche Sachen überhaupt erstmal versteht. Ich kann theoretisch die gleiche Arbeit verrichten und muss nur besser skalieren können oder vielleicht ein bisschen meine Struktur anpassen und schon sind viele Probleme gelöst. Wir wissen, dass diese augenscheinlich kleinen Schritte für viele Menschen aber ganz groß wirken und viele auch Respekt vor Veränderung haben. Man lebt in einer gefühlten Sicherheit. Doch gerade in den letzten Jahren durchblickt man immer mehr, dass diese Sicherheit einfach zerfällt. Und viele werden den nötigen Schritt in die Veränderung nicht wagen und gegebenenfalls große Probleme in den nächsten Jahren bekommen, muss ich euch ganz klar sagen. Und das wünscht sich niemand. Und das wünschst du dir doch auch nicht. Und durch die Chance, die jede Krise mit sich bringt, kannst du es nicht nur schaffen, an sich mehr Geld zu erwirtschaften, sondern auch verstehen, wie du dieses Kapital langfristig sinnvoll ansetzen kannst, um finanziell immer unabhängiger zu werden.
Es ist notwendig, dass du Respekt oder Angst hast vor dem, was kommen kann. Lösungen gibt es aber immer. Manchmal braucht man nur einen kleinen Schubs, um endlich sein Leben in die richtige Richtung zu bewegen, die zwar aufregend ist und auch keinen Wohlstand garantieren kann, möchte ich auch sagen, jedoch die Chance überhaupt mit sich bringt, dass man überhaupt aus diesem System entkommt, was den Wohlstand der breiten Masse einfach letztendlich arg gefährdet. Wir haben in diesem Video jetzt viel darüber gesprochen, dass man heutzutage etwas machen muss, um als Gewinner des Umbruchs herausgehen zu können. Das soll hier auch für viele eher als eine Art Weckruf dienen, die sich immer noch in einer Art Stillstand befinden oder in einer Sicherheit schwelgen, obwohl es an der Zeit ist, aktiv und flexibel zu werden. Was genau ein jeder jetzt individuell machen kann, um seine Situation zu verbessern, das kann ich jetzt pauschal in diesem Video natürlich nicht beantworten. Vielleicht hat es aber trotzdem bei dem einen oder anderen bereits einen Kick gegeben und er weiß, wie er agieren soll. Wenn nicht, wenn du weißt, okay, du weißt, du musst agieren, aber du weißt nicht wie, kannst du dich auch gerne bei uns melden. Wenn du jetzt Hilfe brauchst, was eine Entscheidung angeht, was ein besseres Verständnis, Vermögen, wie kann ich besser aktiv Geld generieren und so weiter. Wenn du da Unterstützung brauchst, deine Ziele besser zu erreichen, dann kannst du dich gerne bei uns melden. Wir schauen uns das gemeinsam an und schauen, dass wir dir bestmöglich helfen können. Link unten findest du in der Beschreibung, kommst du zum Kontaktformular und kannst dich melden. Wir wünschen, dass so viele Menschen wie möglich einfach, gerade im Allgemeinen, aber auch natürlich, was die Easy Finance Community angeht, als Gewinner des Umbruchs herausgehen können. Und wir möchten dazu natürlich auch einen Beitrag leisten und wir sind immer froh, wenn das der Fall ist. Mach doch gerne in den Kommentaren ein paar Vorschläge, welche Themen wir vielleicht hier und in Zukunft auch weiter vorstellen sollen, welche euch weiterhelfen, welche ihr bereits genutzt habt, die euch gute Erfahrungen gebracht haben, damit nicht nur ihr, sondern auch die ganze Community davon profitiert, damit wir gemeinsam alle an einem Strang ziehen und alle gemeinsam als Gewinner hier rausgehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr dies auch unbedingt tun. Wie gesagt, ist vollkommen kostenlos und ihr unterstützt uns damit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, eure Easy.